Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Denn ohne dass er etwas Böses getan hatte, wurde er eines Morgens verhaftet. Was wollen Sie also? Ich bin wirklich neugierig. Sie werden vielleicht sagen, dass die Sache nicht so dringlich war, um jetzt besprochen zu werden, aber... Einleitungen überhöre ich immer. Sehen Sie, Ihr Zimmer ist heute früh gewissermaßen durch meine Schuld ein wenig in Unordnung gebracht worden. Es geschah durch fremde Leute, gegen meinen Willen. Und doch, wie gesagt, durch meine Schuld. Kennt er sein Urteil? Nein. Er kennt sein eigenes Urteil nicht. Nein, es wäre nutzlos, es ihm zu verkünden. Er erfährt es ja auf seinem Leib.